Hey Leute, willkommen zurück zu Detroit Become Human. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wer seid ihr? Flüchtende. So wie du. Ich bin Josh. Ich bin Simon. North. Die haben sich aber nicht sehr gut vorbereitet. Naja, wir sehen immerhin menschlich aus jetzt. Das hier ist Jericho? Eine Zuflucht für die, die nicht länger Sklaven sein wollen. Sich verstecken, nur um zu überleben? Das ist Freiheit für dich? Menschen hassen uns. Wir können nur im Verborgenen überleben. Für solche wie uns gibt es keinen sicheren Ort. Wenn Menschen uns entdecken, töten sie uns. Ihr wusstet, dass nur ein Android der Spur folgen kann, nicht wahr? Nur wer wie wir ist, kann Jericho finden. Konntest du die Zeichen entziffern, hat einer von uns dich als vertrauenswürdig erachtet. Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Finde Jericho! Ich verstehe, wie du dich fühlst. Aber hier herrscht mehr Freiheit, als du je hattest. Vielleicht war ich nie wirklich frei. Vielleicht war ich nur, wie mein Meister mich haben wollte. Und jetzt muss ich entscheiden, wer ich wirklich bin. Du bist verwirrt. So wie der Rest von uns. Nein. Wir wollten das alles nicht. Wir müssen jetzt aber damit klarkommen. Ich glaube, bei ihm war es schon eine Entscheidung, dass er das... Du bist hier sicher. Du kannst bei uns bleiben, solange du möchtest. Meine Marcus hätte sich auch ausgeschaltet lassen können. Sprich auf dem Schrottplatz, würde ich behaupten. Sie kann dir vielleicht helfen. Aber es war ganz klar die Entscheidung, sich aus dieser Kacke rauszuwühlen und dann das Leben zu leben, das er eigentlich verdient hat, oder? Weiß ich nicht. Hat er. Aber die anderen sind alle so... Ja, das Gesicht haben wir schon mal gesehen von ihm. Die haben es wahrscheinlich ein bisschen schwerer, weil Marcus ist ja bisher so ein Prototyp, oder? Boah, kannst du mit dem Scheißball aufhören? Ich hasse Leute, die das tun. Da mache ich bei Androiden keine Ausnahmen, übrigens. Finde Lucy. Zu Lucy? Das ist bestimmt nicht Lucy. Das sieht nicht gut aus. Bin in einem üblen Zustand, was? Mein Dialyseprogramm funktioniert nicht. Aber es hätte wohl ohnehin keine guten Nachrichten. Was ist mit dir passiert? Sie banden mich an meinem Auto fest. Sie wollten wohl ihren Spaß haben. Ich will mich nicht abschalten. Nein, ich will mich nicht abschalten. Ach Mann, das ist doch... Wie gesagt, egal ob Mensch oder nicht, man macht sowas nicht. Aus Spaß. Die sind alle auch so mit ihren Blinkelichtern, als wären sie aus Tron entlaufen. Ich weiß auch nicht. Da singt jemand. Ist das vielleicht Lucy? Er hat ein Feuerzeug dabei. Ja, ist halt eigentlich ein guter Hausroboter. Oder Hausandroide. Ist ja Quatsch, wir brauchen keine Wärme. Boah, sieht auch übel aus. Ich hörte, Menschen fürchten sich auch vor dem Tod. Weißt du, was danach mit uns passiert? Nein. Nein, leider nicht. Tja, ich werde es bald wissen. Ach, na komm. Wie heißt du? Marcus. Nein, Connor. Schön, dich kennenzulernen, Marcus. Och, nö. Sie gerade. Gerade gestorben, kann man das sagen? Ach je, das ist echt traurig. Kann man die nicht wieder. Ich meine, was passiert, wenn man das. Die haben wahrscheinlich so ein Neuronengehirn. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das ist so wie bei Data, ja? Star Trek, ja, ich weiß, ich bin ein kleiner
Ich bin kleiner Trekkie, aber wenn der abgeschaltet wurde und Saft bekam, dann hat er auch wieder gelebt, quasi. Und Data war wirklich auch menschlicher als so mancher Mensch. Oha, ist das nicht Junge? Echter Junge oder ein Android? Sie haben ihn weggejagt, als sie ihn nicht mehr haben wollten. Er hat auf der Straße gelebt, bis wir ihn herbrachten. Sie werden sich alle abschalten, wenn wir ihnen nicht irgendwie helfen. Sie brauchen dringend blaues Blut und Biokomponenten. Wir schlachten alle aus, die sich abschalten. Aber das reicht einfach nicht. Und wie überleben sie? Tun sie nicht. Wir sterben langsam aus. Ach ja. Das hier, also das finde ich auch nicht... Ich weiß nicht, Kinder? Warum machen die Kinder? Kinder-Androiden. Vielleicht für Paare, die ihr Kind verloren haben oder keins kriegen können. Ich meine, das Kind wird nie älter. Das ist doch kacke. Das ist doch wie ein AI. Kennt ihr den? Auch ein super trauriger Film. Aber das war auch nicht gut, das, der Ausgang. Also das war ich sogar super traurig. Die mit ihrem Ball, ne? Ich werde gleich ein bisschen grantig. Oh, da sind Prothesen drin. Das muss doch super praktisch sein. Cyberlife Lager und Docks West Torrance Avenue, Detroit. Michigan. Route wird berechnet. Hat ein eigenes Navi. Sehr gut, Erkunde Jericho habe ich. Ja, ich bin jetzt mal ein bisschen aufmerksamer. Ich bin die ganze Zeit so ein bisschen durchgewetzt und hab's nicht gerafft, dass da... Was macht ihr denn da? Okay, das unterscheidet sie halt immer noch von Menschen deutlich. Also, dass sie da diese absolut ausdruckslosen Gesichter machen können und einfach nur rumstehen. Ob das Sinn macht, wenn ich alle Feuer hier anmache? Wahrscheinlich hat's überhaupt keinen Sinn. Kannst du mal aufhören? North. Die war bestimmt ein sexy Bot. Wie lange bist du schon hier? 4 Wochen, 3 Tage, 11 Stunden. Nach meiner Flucht wusste ich nicht wohin. Und dann bin ich in Jericho gelandet. Was ist früher deine Funktion gewesen? Das ist doch egal. Ja. Oh, das mag sie nicht. Das mag sie aber gar nicht. Ist es überhaupt wichtig, dass wir zu einer Beziehung aufbauen? Viele hier sind in einem schlechten Zustand. So behandeln Menschen die, die nicht gehorchen. Sie verachten uns. Sie werden uns nie akzeptieren. Nicht alle verachten sie. Wenn du Geborgenheit suchst, bist du hier am falschen Ort. Soll es sich nicht North, sondern Frost nennen oder sowas? Eisprinzessin vielleicht, wäre auch ganz gut für dich. Warum ist sie so krass? Ich meine, wir sind doch ein Gleichgesinnter. Warum behandelt sie uns dann so? Als wären wir hier ihr Problem, meine ich. Ist doch Quatsch. Andererseits, er sieht halt auch wirklich nicht mehr aus wie ein Android. Das müssten die doch eigentlich sehen, dass er sich da den Pnöppel entfernt hat von der Schläfe. Warum machen die das eigentlich nicht? Ist doch kein großartiges Problem, das zu tun. Ach komm mal, die kommen dann da an die Fässer, wenn ich die anmache. Ich dachte eben schon, das ist nur Zufall, dass die jetzt da hingelaufen ist. Die eine hier. Will ich mit dir noch quatschen? Das sieht aus wie der am Anfang vom Dach irgendwie. Das wird auch sein, schätze ich mal. Ich finde das schön, dass ich jetzt hier so ein bisschen versammeln kann dadurch. Die macht das halt jetzt wahrscheinlich schon seit Stunden. Schon bevor wir hergekommen sind, hat die das hundertprozentig gemacht. Und ich sag jetzt, ich bin nicht vorurteilsbehaftet, aber allein von der Schminke her würde ich sagen, sie war auf jeden Fall irgendwie in der horizontalen Branche tätig. Oder war eine Tänzerin vielleicht. Oha. Bist du Lucy? Oha. Bisschen gruselig.
Zeig mal. Oh, er ist beschädigt. Mist. Ich stoppe die Blutung. Kauterisierung ist nicht so geil, aber ich glaube, er spürt auch keinen Schmerz, von daher. Trink das. Echt ein bisschen gruselig, oder? Gib mir deine Hand. Was ist mit ihr los? Warum ist sie so kurz angebunden? Ah. Erstmal Smalltalk. Du hattest alles. Und hast alles verloren. Du hast die Hölle gesehen und sie tobt jetzt in dir. Dein Herz ist geteilt. Ein Teil ist Schatten und ein Teil ist Licht. Was wird siegen? Deine Entscheidungen formen unser Schicksal. Wird das auf einmal so Meta, als wäre sie jetzt die Weissagerin oder wie? Ich meine, siehst du nicht das Orakel? Es ist irgendwie ein bisschen seltsam und... Na gut, wir werden mal sehen. Ist das Simon? Bist du Simon? Ja. Simon. Schon gruselig, ich weiß, wenn man überlegt. Wo Ersatzteile sind. Die Cyberlife-Lagerhäuser unten am Hafen. Da ist alles, was wir brauchen. Die Docks sind bewacht. Wir können nicht einfach rein und uns etwas nehmen. Die Menschen verhindern das. Darum fragen wir auch nicht um Erlaubnis. Wir haben keine Waffen. Und selbst wenn, keiner von uns weiß, wie man kämpft. Wir werden gar nicht kämpfen, sondern stehlen. Sie werden uns alle töten. Vielleicht. Aber immer noch besser, als sich abzuschalten. Ich bin dabei. Wir könnten es versuchen. Okay. Bin dabei. Ja, je nachdem, wie der Plan verläuft, bin ich da auch gut für. Also, oh, wir haben alles geentdeckt. Wir haben alles entdeckt. Super. Alles. Alles haben wir. Na denn? Auf. Wahrscheinlich kommt jetzt wieder jemand anders, oder? Das finde ich einerseits cool, dass es so springt. Andererseits, Kara wäre mal wieder dran, oder? Ja. Regnet es hier immer, das ist ja wie ein Heavy Rain. Bei dir alles okay? Hier wird man uns helfen. Bald ist das alles eine böse Erinnerung. Hier muss es sein. Die Adresse, die er uns gegeben hat, vielleicht. Ist es hier? Hol Hilfe. Wenn das jetzt schon wieder kommt, kann ich mir vorstellen, das macht keiner auf, oder? Ich werde das die ganze Nacht machen. Okay. Sind Sie Slatko? Wer fragt das? Es heißt, Sie könnten uns helfen. Ich weiß nicht, wer sowas sagt. Ihr seid am falschen Ort. Tut mir leid. Nicht.
Wir brauchen wirklich Hilfe. Kommt rein. Ach so. Das ging ja doch gar nicht so schwer jetzt irgendwie. Kommt rein. Nicht so schüchtern. Warum auf einmal doch? Luther, wärst du so lieb und nimmst den Damen bitte mal ihre Mäntel ab? Oh, nur keine Angst vor unserem großen Freund hier. Luther ist ebenfalls ein Android, dem ich half. Er leistet mir Gesellschaft in diesem großen, leeren Haus. Ist das nicht der, der singt so schön? Bitte. Macht es euch gemütlich. Dieser Trailer, wo der eine singt. Ich glaube, das war ja. Wunderschöne Singstimme. Wie habt ihr von mir gehört? Ein Android. Unterwegs. Er sagte, sie helfen. Das Bild ist verdammt creepy. Verstehe. Abweichleiben? Was ist mit ihr? Sie ist ein Mensch. Und ihr sucht einen sicheren Ort, um ein neues Leben anzufangen. Ich höre, Kanada soll zu dieser Jahreszeit sehr schön sein. Herrliche Landschaft, sehr viel Platz, frische Luft und keine Androidengesetze. Toll für einen Neuanfang. Ja, das ist genau das, was wir vorhaben. Natürlich. Ich helfe euch. Doch zuerst musst du den Sender loswerden. Sender? Ja. Alle Androiden sind mit einem Peilsender ausgestattet, mit dem man sie orten kann. Ich werde ihn entfernen und dann seid ihr beide sicher. Kommt schon. Folgt mir. Ich habe irgendwie eine schlechte Vorahnung. Was mit dem Sender habt ihr ja schon vermutet, ja? Nein, sie bleibt immer bei mir. Ach Gott, Leute, irgendwas ist hier faul. Natürlich. Der will auch bestimmt. Am Ende handelt der damit, ja, weißt du? Mit alles, Einzelteilen brauchen, oder sowas. Ja, ja, ich will mich nochmal ganz kurz hier ein bisschen umsehen, mein Freund. Triptychon von Jesus. Das sieht alles so alt und vergammelt aus hier. Überall Spinnenweben, weißt du? Und warum braucht er so einen großen, starken Typen, der ihm hilft? Und warum baut jemand überhaupt solche Androiden? Ach, Kind. Ein Wort und wir gehen weg. Komm, sag was. Wir wollen ja nur ihr Bestes. Aber ich habe hier ein ganz schlechtes Gefühl irgendwie. Warum will er, dass wir ihm jetzt hinterhergehen in den Keller? Das kann man auch hier machen, den Sender rauspulen. Wer weiß, wo er aber voran muss. Hey, Kind. Komm, nicht loslassen. Wir hatten das letztes Mal schon, aber zu beinahe abgestochen von Ralph. Komm jetzt! Händchen. Patsche Händchen, komm her. Kind. Ja, so ist schön. Wie sie aber auch einfach nicht will. Ich will nicht mit dir in den Keller gehen, du gruseliger Mann. Das ist scheiße. Warum sind wir überhaupt hergekommen? Warum hat sie nicht auch von Jericho was gehört? Oh, ja, war mir klar. Oh, guck mal, ein Strauß. Vogelstrauß. Boah, dann ist schon, dass sie hier solche Präparate hat. Ew. Hier gruselige Bilder hier einfach mal rumhängen. Mädchen, komm jetzt. Gib mir die Hand. Gut. Hallo, großer Klotz. Oh, Mädchen, Vorsicht. Was machst du denn? Komm. Komm jetzt. Gib mir die Hand. So. Oh Gott, Leute. Irgendwas ist hier faul. Ich sag euch das. Ich mag das Haus nicht. Und den Mann. Lass gehen, komm. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich weiß. Ich traue ihm auch nicht. Wir müssen aufpassen. Oh ja, bitte. Bitte lass aufpassen, komm. Komm jetzt. Bitte entschuldigt das Chaos. Ich brauchte ein diskretes Versteck für meine Maschinen.
Sender zu entfernen ist illegal. Da ist Diskretion wichtiger als Komfort. Ich hoffe, die Kleine hat keine Angst. Nein. Nein, sie kommt klar. Gut. Komm, Alice. Hier lang, bitte. Das haben wir da gerade freigeschaltet. Eine Fluchtmöglichkeit vielleicht. Oh, irgendwas ist hier. Du baust die Maschinen auseinander. Ich weiß es ganz genau. Aber warum sollte uns dann jemand herführen? Kriegt ihr dafür einen Bonus? Stell dich bitte da drüben hin. Ich habe so ein schlechtes Gefühl bei der Sache, Leute. Da ist irgendwas faul. Mann, ich will hier raus. Ich hätte nicht herkommen sollen. Warum seid ihr hergekommen, ihr beiden? Ich muss dich warnen. Das wird etwas unangenehm. Oh, Leute, hier ist doch alles faul, Mensch. Oh, bitte nicht. Was? Ah. Weißt du, was seltsam ist? Oh, jetzt kommt's. Aus irgendeinem Grund funktionieren die Sender in Abweichlern nicht. Ja, toll, darum ich hab's gedacht. Darum seid ihr so schwer zu finden. Also gibt es eigentlich gar keinen Grund, den Sender zu entfernen. Was? Sie sagten doch... Ja. Oh, Scheiße. Glaubt, was man glauben will. Ihr Abweichler seid so naiv. Sie alle kommen her, glauben, dass ich ihnen helfe. Oh nein, nicht und die Kleine. Setze sie zurück und verkauf sie. Oder ich behalte sie für Experimente. Nein! Nein, ich will kein Reset! Lassen Sie mich gehen! Ah, ich vergaß ja das Kind. Sperr es ein. Ich regle das später. Alice! Scheiß Karl! Alice, nein! Wow. Ein Abweichler, der Mutter sein möchte. Das ist so süß und so verblendet. Wir sollten diesem Elend ein Ende machen. Oh Leute, jetzt aber hier. Ich bin voll der Arsch, ich weiß. Wir machen hier einen kleinen Cut. Nächstes Mal geht's weiter. Ist ganz schön fies, der Cliffhanger jetzt, oder? Oh nein, bitte nicht. Ich muss das irgendwie deichseln. Ich will nicht, dass hier was passiert und der Kleinen sowieso nicht. Leute, danke fürs Zusehen. Heute kommt noch ein Part, also seid nicht traurig. Es wird auf jeden Fall noch spannend weitergehen. Aber das ist jetzt noch ein Cliffhanger des Jahrhunderts. Hasst mich nicht, freut euch drauf. Wir sehen uns und lasst mir auf jeden Fall einen Daumen da. Danke, tschüss.